Sie ist gewissermaßen das Gegenstück zu den Fridays for Future-Protesten, nur dass es hier eben nicht um mehr, sondern tendenziell eher um weniger Umweltschutz geht. Der Stein des Anstoßes ist das Agrarpaket, auf das sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze Anfang September geeinigt haben. Es sieht unter anderem vor, dass die Subventionen für Landwirte künftig stärker daran gekoppelt werden, wie viel sie für den Umweltschutz tun. Und auch strengere Insektenschutzprogramme sind in Arbeit. Das alles passt den Landwirten nicht. Gleiches gilt für die Düngeverordnung. In vielen Regionen Deutschlands sind seit Jahren die Nitratwerte im Grundwasser zu hoch. Klöckner arbeitet deshalb daran, die Düngeregeln zu verschärfen. Die Landwirte halten dagegen. Sie fürchten eine Unterdüngung ihrer Pflanzen und entsprechende Ernteeinbußen. Das alles ist für die CDU ein großes Problem. Der Klöckner versucht zwar immer, die Bauern zu loben, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind, dass sie unverzichtbar sind, um unsere Nahrungsproduktion sicherzustellen. Aber zugleich möchte die CDU verstärkt auch ein großstädtischeres Publikum erreichen, Wähler, die sonst vielleicht den Grünen ihre Stimme geben. Gerade in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands sind inzwischen viele Landwirte zur AfD übergelaufen. Das gefällt den Parteistrategen natürlich gar nicht. Bislang sind nur noch 10% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland Bio-Betriebe. Bei Bio-Fleisch liegt der Marktanteil unter 2%. Der Wunsch vieler Menschen nach einer ökologischeren Landwirtschaft, der mag zwar auf der Straße bei den Fridays for Future-Protesten sehr spürbar sein. Wenn es um die Kaufentscheidung im Supermarkt geht, ist das allerdings noch nicht der Fall. Und auch das ist einer der Punkte, den die Landwirte hier kritisieren. Musik